Okay. Haha. Nein. Nein, nein, werde ich nicht. Ich erinnere mich noch halbwegs, das hat hier irgendwas mit Little Lamplight und Big Town zu tun. Ja, ja. Also, eine Geschichte. Ich werde nicht spoilern. Hahaha. Ach, macht das Spaß. Ja, aber ich habe halt keine Muni mehr für das Ding. Wir werden Er meinte, wir werden gemetzelt. So. Also, er meinte seinen momentanen Zustand. Okay, haben die ihren eigenen Stolperdraht ausgelöst? So, hier haben wir jede Menge Holzhammer. Alter, Holzhammer-Polka, Digga. So, ja. Dann lass uns mal schauen. Nö, da können wir wohl nichts mehr reparieren. Aber hier die Jagdflinte. Super. Sturmgewehre. Jo, immer. Ja, und dann sind wir eigentlich schon durch mit dem ganzen Quatsch. Irgendwelche Kleidung noch? Nee, wir hatten ja die... Ja. Als wir verstorben sind, hatten wir ja die Raider die letzten noch nicht platt gemacht. Also als ich, ne? Ach, guck mal. Hörgewehrfall entschärfen. So, kriegen wir auch noch ein paar XP. Oder EP. Das ist meine neue EP. So. Öffnen Aktenschrank. Ach ja. Das war ja eben das Loot aus der Falle. Okay. Das hier ist also eine alte Polizeistation, wie man sieht. Und wir haben eine Granate entschärft und sie uns geholt. Hä? Was schiebt mich da? Dachte schon. Kleines ruiniertes Buch. Oh, ganz viele davon. Cool. Weißt du, obwohl es hier ziemlich hell ist, werde ich trotzdem mal... Man kann nie genug Licht haben. Meinst du nicht auch? Warum kann ich diese Schreibtisch nicht ausräumen? Warum sind da keine Bilder in den Rahmen? Mögen Supermutanten keine Bilder? Lesen können sie ja nicht, also... Alter, ne? Oh, Loot. Geil. Löschschlauchspritzdüse. Wie hast du das nochmal gesagt, Horst? Die Löschstrauch... Schlitzdrüse, wobei Schlitzdrüse hört sich schon wieder irgendwie unanständig an. Mir hat immer noch niemand gesagt, dass das für Geräte sein soll. Kleines ruiniertes Buch. Eine Kaffeekanne. Oh, das wäre aber mal beinahe schief gegangen, ne? Ich sollte hier nicht so unvorsichtig herumscharwinzeln. Meinst du auch, ne? So, Aktenschränke. Aktenschränke. Wahrscheinlich bin ich schon über 10.000 Minen drüber gelaufen und nur nicht in die Luft gegangen, weil ich mit Sprengmitteln inzwischen ziemlich gut bin. Ja, ich sollte hier wirklich vorsichtig sein. Ich erinnere mich irgendwie dran, dass die dämlichen, die gar nicht so dämlichen Supermuttis hier alles vermint hatten. Also seid mir nicht böse, dass ich jetzt hier rumstottere. Da, guck mal. Wie ein... Ah! Oh! Ich war nicht schnell genug. So. Safe verschlossen leicht. Hat er gesagt. Wollen wir mal schauen, ob das stimmt. Muss in die Richtung sein. Au. Noch weiter in die... Nein, nein, nein. Eher da. Na? Jo. Eine Laserpistole. Ja, das wusste ich jetzt irgendwie, dass wir jetzt überlastet sein werden. Aber vielleicht können wir das ja reparieren. Ja. Das wird uns aber nicht viel unbedingt weiterhelfen. Weißt du was? Wir gehen mal raus aus dem Bullenrevier. Alter, ich sollte hier echt aufpassen. Hier frisst Hirn. Ne? Gehirn. Ja. Die haben hier wirklich alles ver... Oh, die stählerne Bruderschaft hat hier aber wirklich gute Arbeit geleistet, ne? Aber sowas von. So, raus. Ich frage mich jetzt auch, ob wir jetzt wiederkommen sollen, weil das hier haben wir eigentlich noch gar kein Business.
hier könnte man eine Quest kriegen später, glaube ich. Also, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt Folgendes. Also, erstmal kriege ich meinen Kopf wieder zusammen, damit wir... Minefield. Möchte ich nicht hin. Tempel der Einheit, da müssen wir irgendwann mal hin. Den Friedhof sollten wir lieber nicht so schnell wieder betreten, wegen... da ist ein Supermutanten... warte mal. Ehe wir uns auf den Weg machen, mache ich nochmal einen Speicherstand. Das Spiel scheint heute ein klein wenig... ja, Lust zu haben, abzustürzen. Insofern... Ja, komm, so schlimm war es heute auch noch nicht. Ja. Okay. Knarre weg. Ach, da kommt schon wieder... Wir danken Ihnen für alles, was Sie für uns und für das Ödland getan haben. Ja, klar. Wir haben zusammengelegt, damit wir uns gebührend bei Ihnen bedanken können. Jeder hat dafür so viel... 10-mal Schrotpatrone, die brauche ich gar nicht. Natürlich, tschüss. So. Dann gehen wir diesmal zuerst zu Moira. Oder wir gehen erstmal, ich glaube, ich habe eine, ja, einige Altmetalle dabei. Moin. Ach ja, Lukas Sims Haus wollte ich auch nochmal irgendwie, um ein klein wenig Karma loszuwerden. Da zumindest die Wertsachen, falls dort welche sind, rauslooten. Was darf's denn sein? Moin. Na sicher. Nehmen Sie einfach alles Altmetall, das in ich habe. In Ordnung, lassen Sie. Das waren zwei Pakete, zwei Dinge. So. Walter. Walter lief wie immer im Wasserspeicher herum. Er rammelte gegen mich und es machte einfach Bumm. Ich schubse ihn auf den Boden, da knallt er. Oh, wussten Sie schon, dass der menschliche... Ja, ja, ist ja alles in Ordnung. Moment, sehen wir, was es im Angebot gibt. Hast du schon wieder neue Dinge am Start, meine Gute? Nö, nö, nö. Elektrische Leiter. Mein Gott, Walter. So, ja, 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 ja. Ameisenfleisch. Aschebäsche. Messestäsche. So, wir haben hier eine ganze Menge unterschiedliches Getüm. Alter, warum hat die so wenig Kohle? Brennstoff für den Flammenwerfer. Warum habe ich den dabei und nicht den Flammenwerfer? Na, das weißt du auch nicht. Ein strahliges Lasergewehr. Ich würde das so gerne reparieren. Dann könnten wir nämlich zumindest dem Herrn Overlord mit dem gleichen Gerät entgegentreten. Das wäre sehr, sehr vorteilhaft für uns. Meinst du auch, ne? Nein? Warum? Warum habe ich die Kampfflinte nicht zum Reparieren genommen? Weiß ich nicht. Ist mir jetzt auch egal. Kernspaltungsbatterie. Weißt du, ich habe so viele davon. Kleines ruiniertes Buch. Was hat man dir nur angetan? Kleines verbranntes Buch. Dir auch. Kleines versenktes Buch. Laserpistole. Soll ich die behalten? Ich behalte sie mal, weil das Teil ist, wir haben, das ist ja unterschiedliche Muni. Löschschlauchspritzdüse. Die muss ich unbedingt wegbringen. Was hat ein Flash? Mischflasche. Ah, schon wieder eine Mini-Atombombe. Was ist denn hier los? Wo habe ich die gefunden? Coca-Cola, OP-Schlauch. Die Pfeile brauche ich, glaube ich, nicht. Ich habe immer am Anfang gedacht, dass das irgendwas mit Kakerlakenfleisch. Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir haben nur noch, sie hat nur noch drei Ocken. Oh, das, ja, die können wir mal. Jetzt hat sie noch zwei Ocken. Nicht mal dafür reicht es. Hier, nimm mal drei Tassen. Das dürfte klappen. Ja, akzeptieren. Weiß jetzt nicht, ob ich das hätte besser machen können, aber es ist mir egal. Gute beenden. Ja. Warte mal. Wenn Sie die Kron... Oh, uns fehlt nur noch ganz, ganz wenig Geld, dann könnten wir das Teil reparieren lassen. Warte mal, ich wollte noch mal was gucken. Na klar doch.
Mikrofusionszellen, die sollten wir ab jetzt auch kaufen. Ja, jetzt können wir wieder Redaway brauchen wir nicht mehr. So. Die Zigaretten dürften uns gut von der Schuld befreien. Schrotpatronen. Oh. Oh, jetzt nur noch ein Ocken. So und schon. So. Gute Jagd. Können wir jetzt endlich mal diese Knarre reparieren? Wenn Sie die Kron- Immer noch nicht? Ach so, nee, ich habe ja nichts dazu gewonnen. Ich komme wieder, gleich, sofort. Und immer dran. Ich muss jetzt einmal runter zu Madame Stahl. Hui. Moin. Nein. So. Ja. Was darf's denn sein? Tastatursteuerung. Was sagt die Speisekarte? Ja. So, keine Stimmbugs am Start. Das ist auch gut so. Ich verkaufe dir mal ein paar elektrische Leitern. Es gab ja nur eine. Okay, alles klar. Wie viel Kohle hat sie denn? Och, ist ja eine ganze Menge, ne? Jo. Das freut mich. Was ist die Sensormodul? Spielzeugauto. Splittermine. Boah, eine Stange Zigaretten für 33 Ocken. Das ist schon mal gar nicht schlecht. So, dann noch ordentlich Vorkriegsgeld. Ja, guck mal. Wir kriegen nur 33 statt 50 Ocken. Wir müssen unbedingt Feilschen mehr skillen. Jaguar-Fleisch, meine Güte. Na gut, diesmal... Nee, dann nehme ich ihn wieder zurück. Guck mal. Ist ja gleich hier. Als zerbeulte Blechdosen kannst du auch noch haben. So, du olle zerbeulte Blechdose. Akzeptieren. Viel Spaß. Ja, werde ich haben, sobald. Dieser Pope. Ja, übrigens, Entschuldigung für die vielen Folgen, wo letztes Mal kein Spielsound war. Ich habe wirklich drunter gelitten, als ich meine kleine Schneidearbeit gemacht habe. Hallo. Ist so schrecklich. Bin gerade ein bisschen beschäftigt, aber ein kleines Schwätzchen. Gott, bist du laut. Was ist los? Gleich, ich muss was trinken. Nee, gerade auch, weil ich mit den Leuten geredet hatte hier. Und da musstet ihr dann lesen und das hat mir ganz und gar nicht gefallen. Haben Sie Kron- Ein dreistrahliges Lasergewehr. Einmal reparieren, bitte. So, damit ist das auch in Ordnung. Kann ich denn auch mein Lasergewehr, mein Rösti, meinen Kampfhelm... Nur 30 Kronenkorken am Start. Ja, das ist ja was. Fertig. Weißt du was? Dann können wir das Lasergewehr auch verscheuern. Das Einfache. Oder? MF-Zelle. Ich weiß immer nicht, welche Zahl was ist. 193. Ah ja, also ist die gleiche Muni. Okay. Aber wahrscheinlich wird es die Muni besser verbrennen, ne? Gut. Da hätte ich das gar nicht reparieren brauchen. Dankeschön. So, wir kommen Gute wieder. Jagd. Wir müssen echt looten ohne Ende. Bis bald. Ja, bis bald. Wir müssen echt looten ohne Ende. Nee, das hat mir so leid getan, weil ihr dann alles lesen musstet. Aber ich wollte nun die Aufnahme nicht wegschmeißen, weil sie eigentlich ganz gut gelaufen ist. Meinst du nicht auch? Ist sie doch. So, ich bringe hier noch mal ein paar Sachen, falls da Sachen sind, in die Hütte rein. Ich werde mir jetzt mal keinen Witz vorlesen lassen oder so. So, was haben wir denn hier? Löschschlauchspritzdüse, das ist natürlich wichtig. Warte mal. Jetzt machen wir es mal. So, wir sind überlastet und können nicht rennen. Ach, was für eine Überraschung, ne? So, Toxic Material. Habe ich noch nie gesehen, dass es da ist. So, ein Rösti. Können wir bauen? Nein, weil uns eine Motorradhandbremse fehlt. Ein Gleisgewehr. Und uns fehlt ein Druckkochtopf.
Eine Nuka-Granate? Nö. Ein Rocketwerfer? Nö. Uns fehlt echt eine ganze Menge Zeugs, ne? Wir sollten unbedingt Druckkochtöpfe in nächster Zeit. Ja, das war jetzt mal Zeitverschwendung, ne? Ja, aber sowas von. Elektrische Leiter hier rein. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt brauchen. Abraxo-Putzmittel. Ja, könnten wir langsam mal welche verkaufen, ne? Dampfanzeigen. Ich mach das so schnell, wie es geht. So, Krücken ist für Gleisgewehre, ne? Ja. Lackierpistolen, weiß ich jetzt auch nicht, ob wir die für irgendwas brauchen. Ich muss tatsächlich mal... Oh, guck mal, 18 Löschschlauchspritzdüsen. Wenn ich jetzt wüsste, wie der Horst die das nochmal genannt hat. Ich fand das so geil. Motorrad-Benzintank. OP-Schläuche. Weiß ich nicht. Ja, ich guck mal. Nächstens Rasenmähermesser. Sensormodule. Und Staubsauger. 4 Stück. Mann. Und meine Bude hier ist so dreckig. Stützbandagen. Ja, ich weiß nicht. Ich schmeiß das mal rein. Zündflammen. Ja, irgendwann habe ich von dem ganzen Scheiß genug und schmeiß es einfach Moira in den Rachen. So, lass mich mal sehen, wie viel wiegt eigentlich eine, na, sag schon, ein Flammenwerfer. 15, weil wir da nämlich reichlich Muni für haben. Ja, ich weiß nicht. Soll ich den jetzt mitnehmen? Ach was, komm. So, wir haben hier eine Mini-Nuke irgendwo. Mini... Ja, wo ist er? Manchmal scrollt das zurück. So, beenden. Und raus. Und wir gehen jetzt nicht nach Germantown zurück. Ich speichere mal. Man weiß ja nie, ob er gleich abstürzt. So, und dann... wo fahren wir denn mal hin? Jury Street könnten wir eigentlich auch mal wieder. Wir hatten da nämlich, übrigens sind wir nie in der Metrostation unten gewesen. Wir sind da nur einmal hingelaufen, haben dann die Metrostation entdeckt und seitdem sind wir immer per Fernreise dorthin gereist, wie zum Beispiel, als wir mal 6 hatten, ne? Weißt du noch? Himmelsschlupfwinkel, nein, ich will jetzt zur Station Northwest Seneca. Ich glaube nämlich, dass der Typ uns verarscht hat. Also, oder das nicht wusste besser. Ja, da ist die Dekoration runtergefallen. Was mich daran erinnert, dass wir mal eine Waffe nehmen sollten. Ich nehme einfach mal eine Jagdflinte. Die Standardwumme. Oder er hat sich besser gewusst. Wir sind jetzt nämlich nach Osten gelaufen und haben dort nicht Meresti entdeckt. Ja, ich erinnere mich noch dran, dass es Meresti hieß und dass das irgendeine Bahnstation oder ein Zuglager, glaube ich, war das. Oder eine, was weiß ich, auf jeden Fall irgendwas, was etwas mit Zügen zu tun hatte. Meresti. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht, was uns da erwartet. Ich kenne auch noch die Story. Ich weiß, dass ich gedacht habe... Oh nö, ne? Ja, ach so, ein Mr. Guzzi. Na, das wird lustig. Wollen wir gleich mal das dreistrahlige Lasergewehr ausprobieren? Das müsste in dem Falle gute Arbeit leisten. Aber weißt du, was ich erstmal will? Oh. So, das dürfte dem Guzzi schon mal ordentlich was gegeben haben, wenn er in der Nähe war. Das war es mir wert. So. Das Ding explodiert auch gleich.
sehen.